So schön. Mal was anderes. Was da so in dich versunken jetzt. Ja, hast mich galant, aufgeweckt wäre ganz falsch. Ich bin ganz wach für euch und wir freuen uns sehr, dass wir wieder beieinander sind beim ersten Dienstag heute. Ach, wir sind schon einige Tage voller Vorfreude ja. Und Vorbereitung. Ja, und ihr wisst, es hat sich ja was verändert. Eigentlich sollten die Arcturianer kommen und dann haben aber die Naturgeister doch ein wenig wie die Arcturianer ausgebotet. Erzählen wir euch warum, ist natürlich spaßhalber gesagt. Aber ich habe schon die Manouche-Essenz da und dieses Feld, Aramea ist schon wieder da gesessen, die sitzt immer viel eher wie ich am Platz, weil sie dieses magnetische Feld euch alle praktisch da ruft und einbindet. Und ich mache jetzt die Endarbeit oder ich finalisiere das Ganze mit der Essenz, mit der Manouche-Essenz, die die Naturgeister ruft. Und wenn ihr es erlaubt, jetzt gehen wir mal davon aus, dann sprühe ich das über uns und auch gleichzeitig in unser ins Kollektiv, genau in unser Feld. In die Kamera. Und du noch. Ja, jetzt. Ja, dann. Dann ist die Emilie auch dabei, die ja. Uns schon so lange begleitet. Und wir tun sie nicht überall mit hinnehmen. Sie ist gerne zu Hause, aber zu besonderen Ereignissen dann. Genau, freut sie sich. Schau, wie sie lacht. Ja, heute wollte sie unbedingt ja. Mit. Unser Sonnenkind, genau. Ja, wir haben, wie es so ist, eine lebendige Zeit. Eine lebendige Zeit, wenn man sich vorbereitet mit den Naturwesen, den ersten Abend einer neuen Staffel zu gestalten. Da geht es ja, lebendig und abwechslungsreich zur Sache und so hat uns ja, dieser ganze Wechsel auch einfach wunderbar auf Trab gehalten. Also ja, wir haben alles voraus angekündigt mit den Arcturianern. Wir hatten schon einiges auch zum Voraus, ein Wandbild für die arcturianische Staffel, alles organisiert, alles bereit. Und so. Und jetzt musste noch ganz kurzfristig ein Bild für die Naturgeister. Genau. Und ich möchte was sagen, das hat nämlich der Philipp Namer Eranius für uns gezeichnet, vor ein paar Jahren schon. Und es ist kein KI-Bild, es ist wirklich eins schön gepainted am PC, hat eine ganz spezielle Brush-Technik. Und ich glaube, er schaut auch immer zu, meistens. Und wird sich freuen an der Stelle, lieber Namer Eranius, danke. Und so kommt es jetzt auch wirklich zu Ehren, so wie sie ihm gebührt. Ja, genau. Also man darf ja auch so nebenbei sagen, dass es diese wunderschönen Naturwesen-Sujets vom Namer Eranias auch im Bekleidungsshop vom Verein gibt. Da haben wir nämlich einen Bekleidungsshop und der Namer Eranias macht da die wunderschönsten Sachen und da kriegt man so T-Shirts mit dem Motiv, mit und vieles mehr. Elfenlover, Zwergenlover, sehr schön. Übrigens, ganz kurz. Naturwesen-T-Shirt. Jetzt haben uns ganz viele Aufkleber zugeschickt. Nur ganz kurz, alle, die geschickt haben, wissen, was gemeint ist für den Hort, für die Meer. Wir sind ja heute schon ein Grüßimüsi an diesem ersten Dienstag. Ja, aber macht nichts, wir sind alle da. Und danke, genau. Ananascher, nächste Woche wird geklebt. Also ein Krüsimüsi, das ist ja typisch schweizerisch, das ist mir jetzt einfach rausgerutscht. Krüsimüsi, das ist so gut. Das ist so, wenn alles durcheinander wusselt und so beschreibt das wirklich ein bisschen die Energie, in der die Vorbereitungen waren, voller Heiterkeit, voller Lebendigkeit mit den Naturwesen. Und voller Flexibilität. Flexibilität, genau. Die Naturwesen waren eigentlich schon immer so ein bisschen in den Startlöchern, dass sie sich am ersten Dienstag mal ausführlich melden möchten. Und das haben sie
diesmal jetzt einfach, man könnte sagen, durchgesetzt. Und die Arcturianer, die auch schon bereit waren, haben ihnen sehr galant den Vortritt gelassen und ja, auch so. Also ist alles jetzt sehr menschlich natürlich gesagt, aber man kann es so sagen. Und die Arcturianer waren jetzt nicht böse. Die haben eh so viel zu tun, dass es gar nicht so leicht ist. Aber weil wenn die Arcturianer hier kommen, dann werden auch welche, die hier auf dem Planeten sind, sprechen. Und das ist die Schwierigkeit. Bisschen, also ist keine Schwierigkeit. Aber scheint im neuen Jahr besser zu sein als jetzt noch. Und ja, und die Naturgeister waren mit uns schon im Heilungsfeld. War das im letzten? Elise Miller Heilungsfeld oder im vorletzten? Im vorletzten. Genau, wo sie mit diesen Kontakt schon aufgenommen haben zu uns allen vom ersten Dienstag. Dann wurde auch, ich glaube, Shang-Chi hat auch mal gesagt, dass sie irgendwann kommen. Und jetzt war es eben kurzfristig so. Ja, wunderschön. Und jedenfalls, was wir so auf Facebook jeweils, wenn wir das publizieren, lesen können, also ihr seid wirklich so wundervolle auch flexibel, Liebesmenschen. Ja. Ihr seid so flexibel. Alle haben gesagt, oh ja, ich freue mich und so. Also irgendwie niemand hat irgendwas, ja, wie soll ich sagen, so, oh, das habt ihr aber jetzt versprochen. Und, oh, also null Energy. So, also das ist schon einfach wundervoll, dass das Bewusstsein, dass unser ganzes Kollektiv hat, ist wirklich hoch und ihr seid so frei und offenen Herzens und immer dankbar und immer voller Liebesfreude. Also das dafür sind wir auch sehr dankbar. Ja. Und wir haben uns halt letztes Mal hinreißen lassen, gell? Weil haben aber auch gesagt zu 95% und und das Bild war schon hergestellt. Das war schon hergestellt, aber das kriegt ihr schon noch zu sehen. Ja, zeigt nämlich ein Arcturianer. Nun gut. Wie ist es denn überhaupt geschehen? Es ist ja alles so gekommen und deswegen hat sich diese Veränderung auch ergeben, dass heute beginnt ja Kutumi. Und Kutumi ist, wie denkt, glaube ich mal, die meisten von euch, Wissen, das hohe Selbst der Naturwesen, aller Naturwesen. Und es werden aber auch Naturwesen sprechen. Und ich kann mit einer Ausnahme, und das muss man sehen, ich tue jetzt nichts mehr voraussagen, aber Naturgeister nur über Kutumi channeln. Also nicht direkt, mit einer Ausnahme. Und so sollen auch Elben sprechen, also und ich vermute jetzt mal, dass sich die Elben noch warten, dass sich dieses Feld aufbaut. Heute ist ja erst der Beginn. Und weil die brauchen einfach eine hohe Bündelung, eine hohe Absichtsenergie, die Elben. Und genau. Und die Elben, besonders die Elben, die Naturgeister an sich schon, aber sind sehr mit dem Mond Zyklus verbunden mit allem, was sie tun oder wie sie Energien lenken. Und heute ist Neumond. Und das war ausschlaggebend, dass die Naturwesen, vor allem die Elben, an Neumond das Neue beginnen wollten. Ist doch auch unglaublich, oder? Dass genau jetzt. Und wenn schon ein erster Dienstag mal am Neumond ist, dann musste es da starten, weil das verschiebt sich ja ständig. Ja, wann ist wieder erster Dienstag? Genau. Ein Neubeginn am Neumond und erster Dienstag. Also genau, das musste alles übereinander stehen. Und weil es genau übereinander stand. Aber noch was musste übereinander oder hat übereinander gestanden. Und zwar, das ist jetzt auch so eine kurze an alle, die wissen dann schon, wer gemeint ist. Einige haben wieder Elbenstäbe, Minotaur-Elbenstäbe vorbestellt. Die gibt es ja nur noch per Vorbestellung. Dauert dann immer so ein halbes Jahr, bis die fertig sind, weil die Herstellung sehr aufwendig ist. Und wir können dieses Initiierungsritual dieser Elbenstäbe dann immer, wir müssen damit immer warten, bis Neumond ist.
Und am besten ist es, wenn wir das Ritual starten, genau wenn der Neumond beginnt. Und also heute war Neumond um 3.55 Uhr. Das bedeutet dann für uns, dass um 3 Uhr... In der Nacht, in ja, der ja, Nacht. 03.55 Uhr. 03 Punkte. Also dass dann um 2:30 Uhr früh morgens der Wecker klingelt und wir so erstmal wach werden, um 3:55 Uhr mit diesem Ritual zu beginnen, das dann schon auch fast 2 Stunden dauert. Das ist, also, und aber diese Aufmerksamkeit, und das ist jetzt schon ein Teil von diesem Ganzen, von der Naturgeister-Serie oder Staffel, wie auch immer, wo jetzt folgt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, ganz besonders die Elben. Und wir wissen halt auch, dass ganz viele von euch eine tiefe Beziehung zu Elben haben und die sehr scheu sind und eigentlich ja nicht so einfach anzurufen. Noch viel schwieriger anzurufen, wie ja, kaum ein Naturgeist lässt sich direkt rufen. Aber die Elben schon gar nicht. Und dafür gibt es eben diese Elbenstäbe, diese Menatar. Und wir waren gestern schon da am Hort, nennt sich das, ist ein heiliger Ort. Und Nirias, vielleicht magst du mal das Bild einblenden, haben wir ein paar Fotos gemacht, die 9 Elbenstäbe, die der David wieder geschnitzt hat und erschaffen hat, sind wunderschön geworden. Also diese 8 im Moment, an euch 8, die ihr vorbestellt habt, die gehen ab morgen auf die Reise zu euch, wünschen euch super, super ja, viel Freude damit. Ja, und das Ritual im Wald, wo ihr jetzt wirklich das Bild da seht und diese 8 Stäbe, das Ritual im Wald, das war das Reinigungsritual. Die werden genau hergestellt und so und dann per Post zu uns geschickt. Und, und dann gibt es vorab, mehrere Stunden vorab, zuerst ein Reinigungsritual und das hat eben gestern bei dem sommerlichen Wetter im Wald direkt, wo es auch viele Naturwesen gibt, also so zusammen ja mit ihnen hat dieses Reinigungsritual begonnen und das Ritual der Aktivierung der Elbenkräfte im Stab war dann eben heute mitten in der Nacht. Genau, und jetzt um das noch abzurunden, das es eben so ist, wenn jemand so einen Elbenstab bekommt. Übrigens 4 sind dann, werden noch nachgeliefert, wenn jemand noch will. Und dann ist wieder für ein Jahr fast oder so wieder nichts an Elbenstäben da. Und wenn den du erhältst, dann ist da eine CD dabei mit Kutumi und mit einem Channeling von einem Elb und du vollendest dieses Ritual praktisch an Vollmond. Also es beginnt, wir beginnen es an Neumond und du vollendest es und machst diesen Stab zu deinem am Vollmond. Und das erzählen wir jetzt so ausführlich, weil dahinter dieses Thema Achtsamkeit liegt. Also ich glaube, das Bild kann man wieder wegmachen. Ah, super. dass man sich die, ja, wie soll ich es denn nennen, Mühe macht, dass man vielleicht da rausfahrt, eine halbe Stunde in den Wald, dass man, wenn halt der Neumond um 3:55 Uhr morgens ist, dass man halt dann ungeachtet dessen da ist. Das ist was an Absichtserklärungen auch, was besonders für die Elben ganz, ganz wichtig ist. Und auch für die Naturwesen im Allgemeinen, dass du ihnen dadurch deine Wertschätzung ausdrückst. Also nebenbei wünschen kann man sich immer, dass man dort gern Kontakt hätte und so. Aber auch was dafür zu tun, irgendwas zu geben von sich, das wird angenommen. Also Elben zum Beispiel kann man nicht mit Glitzersteinchen bestechen und so. Die wollen sowas in der Art. Und wenn du da diese Absicht hast, und dann nähern sie sich auch. Ja, zu den Elben und den Menatars
Also unsere liegen jetzt übrigens auch hier, sind heute auch mit dabei. Also nur wer noch gar nie einen Menatar gesehen hat, jeder ist eine Einzelanfertigung. Also jeder ist unterschiedlich. Es ist aber wir hatten schon mal beim ersten Dienstag, hatten wir sie schon mal dabei. War das genau. Bei dem Heilungsfeld? Aber es sind ja auch wieder neue Leute dabei. Klar. Und so. Klar. Ja, aber die begleiten uns jetzt die nächste Staffel. Auch dabei und dann erzähle ich jetzt einfach auch noch eine kleine, also sehr, sehr eindrückliche Anekdote. Ich habe ja Anfang Juli immer ein Sommercamp, also so ein bisschen ein spezielles Seminar, was so im Seminarraum, aber auch draußen in der Natur stattfindet, so ein Hin und Her über 4-5 Tage. Also Hin und Her meine ich zwischen Seminarraum und so draußen auf und in ab. Der Natur. Nee, das meine ich nur örtlich, also sehr, sehr schön, sehr speziell. Und dieses Jahr haben wir auch einen längeren Spaziergang gemacht zu einem sehr speziellen Platz, wo wir das erste Mal mit einer Gruppe, wir waren natürlich schon dort, wo wir das erste Mal mit einer Gruppe hingegangen sind, wo wirklich ein zauberhafter Feen, Elfen, Naturwesen, Areal war in einem Wald, das eigentlich auch schon gepflegt wurde von anderen achtsamen Menschen, die so, aber und wir wollten unbedingt mit dieser Gruppe dieses Jahr dorthin und also natürlich auch mit der ganzen Achtsamkeit und Absicht dort mit den Naturwesen Kontakt aufzunehmen und dann sind wir dort angekommen und ja, vielleicht magst du hast diesen ersten Eindruck gesehen, du warst ein bisschen vor mir, wie das dort ausgeschaut hat. Ja, also da war halt, entweder war da Windbruch oder die haben halt da in dem Wald geerntet und es war halt wie Kraut und Rüben. Vorher war das so wunderschön. Ja, es war und alles es war, durcheinander. Ja, es war ein bisschen so Trollenergie. alles durcheinander gebracht. Und es war jetzt natürlich nicht so schön, wie es die anderen Male war, aber das gehört auch im Reich der Naturgeister auch mit dazu. Das ist alles gar nicht so wild, wie wir das immer meinen. Es gehört ein Stück weit dazu, wie manche Dinge in unserem Leben auch dazugehören. Aber was wolltest du jetzt denn eigentlich erzählen? Wolltest du das mit den Mücken erzählen? Das fand ich das Allererstaunlichste. Dieses Jahr war ja so eine heftige Mückenlage. Ja. Und beim Sommerfest waren wir Sommercamp war nicht immer dabei, aber wir waren an verschiedenen Orten brutal mit Mücken. Und an diesem Ausflug, wo wir waren, das war ja nur 2 Tage später, da waren überall Mücken, aber wir waren alle mit den Elbenstäben unterwegs. Da waren keine Mücken im Wald. Gell? Ja. Durch dieses Sumpfgebiet sind wir da gegangen und so dahinter. Ja. Keine Mücke. Und das haben wir jetzt nochmal erlebt. Letten beim wo wir in Au in der Wiese draußen waren, im Sommer, beim Sommerfest vom Verein. Ja, da also auch sobald mehrere so Elbenstäbe dabei sind. Ja, also wenn man es jetzt wirklich unter Laborbedingungen nachvollziehen wollen würde, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es war einfach erstaunlichst, zweimal zu bemerken, hey, keine Plagegeister. Ja. Gut. Und was wir aber auch mit unseren Menatars dort an dem Ort gemacht haben, waren diese Trollenergien zu transformieren dafür. Ja, und genau, das hat energetisch den Platz also wahnsinnig gut getan. Ja. Das ist einfach so ein bisschen eine Anekdote, wie wundervoll sie sind und wie wirkungsvoll und wie auch wir, sei es für uns oder eben auch mit Gruppen zusammen, weil es gibt dann immer einige, die dabei haben, wie wir es natürlich auch immer tiefer kennenlernen, die Wirkungsweise. Und es ist auch, also man muss es vielleicht ein bisschen anders sagen, es sind nicht die Stäbe, die das bewirken, sondern die Stäbe sind ein Verbindungsglied zwischen dem, der sich gerufen fühlt und einem Elbenlicht. Und dieses Elbenlicht kommt dann durch einen, der vielleicht schon den Stab auch hat, aber zum Ausdruck. Und dadurch entsteht das. Der Stab an sich ist es nicht, er macht die Brücke. Ein Mittler. Genau. So, und jetzt
Sind wir total abgeschweift, oder? Waren jetzt fangen wir dann an, oder? Ach so, echt. Mir war so, als wollte man noch eigentlich ganz was anderes noch irgendwie erzählen. Wir bereiten uns immer zu Hause vor. Ja, ganz, nur diesmal. Ihr seht. Sind wir ein bisschen früh aufgestanden heute Nacht. Mein Liebster, ja. Ich glaube, wir sind bereit. Wir sind bereit. Ja. Für gut. Kutumi. Für Kutumi dann. Wird Kutumi beginnen und wie gesagt schon, das macht absolut Sinn und ist auch... ich glaube, die meisten oder von euch kennen Kutumi. Er ist sehr, sehr ein lichter und hoher Meister auch der hohen Räte des Lichtes, zugehörig und eben, wie gesagt, das hohe Selbst der Naturwesen. Und von manchen von euch auch der kosmische Papa. Also wenn jemand, Kutumi ist auch teilweise kosmischer Vater von Menschen, die sehr und ganz besonders noch Botschafter der Naturgeister sind. Eines wollte ich noch sagen. Diese Benennungen. Manches Mal werden die Naturgeister das blaue Volk gerufen, manchmal das blau-weiße Volk. Und nur, dass ihr das wisst, ich weiß nicht, ob sonst erklärt wird, dass es keine Verwirrung gibt. Es ist, weil sie in die weiße Priesterschaft vor vielen, vielen Jahren gebeten hatten, eingeweiht zu werden. Und seither werden sie auch das blau-weiße Volk gerufen. Und was die weiße Priesterschaft ist, das, glaube ich, wissen die meisten von euch, aber es kommen ja immer neue dazu. Übrigens, hi, wenn ihr das erste Mal da seid. Ist eigentlich die Menschheit. Das ist das, was Jesus war ein weißer Priester auch und hat viele damals schon initiiert, vielleicht auch dich. Und wir alle, die Menschenfamilie, werden letztendlich auch als die weiße Priesterschaft der neuen Zeit bezeichnet. Jetzt diese Entwicklung findet statt, dass die Menschheit dann die weiße Priesterschaft wird. Ja. So kommt genau, ja. In der neuen und so in die neue Welt übertritt, genau. Das ist, ja, ihr Lieben, dann macht es euch doch bequem und dann schauen wir doch mal, was Kutumi zum Beginn zu sagen hat oder am Beginn. Thank you.
ihr Lieben, Freunde, Menschen, göttliche Menschen. Ich bin Kutumi. Meine Begrüßung sende ich euch. Ich sage euch, Omartasat, so beginne ich voller Demut und Liebe dieses Feld, das aus euren Energiekörpern besteht und das sich schon so schön verbunden hat, zu betrachten. Und auch, wenn manches Mal wir, die geistige Welt, viele Dinge sehr neutral betrachten, kannst du dir sicher sein. Freude ist ein Grundprinzip des Universums. Aus diesem Feld der Freude heraus sind die Naturwesen entstanden. Und ich, Kutumi, ich war auch viele Male inkarniert als Mensch in vielen verschiedenen Zeitepochen. Ich habe mit den Naturwesen gelebt, stets war ich Botschafter. Doch ursprünglich, aus dem Universum heraus bereits, das hohe Selbst dieser wunderbaren, ätherischen Wesen. Es gäbe so vieles zu erzählen. Und viele von euch haben bereits ein großes Wissen über die Naturwesen. Und es ist auch nicht möglich, bei weitem euch alles zu erzählen. In diesen Botschaften, in diesen Channelings. Doch ihr werdet noch vieles erfahren. Weitaus wichtiger ist es in diesem Zusammenhang und bei diesem Zusammentreffen, dass energetisch etwas geschieht, was hilfreich ist für die neue Welt und auch für dich, für die Menschen, für die Naturgeister und ihre Beziehung zueinander. Ich, Kutumi, ich kann dir versichern, alleine von den Naturgeistern zu sprechen, ist so, als würde man von den Menschen sprechen. Es gibt genauso wie bei den Menschen auch, bei den Naturwesen, so viele Gattungen, Arten, Völker mit so vielen verschiedenen Eigenarten, Eigenschaften, Aufgaben. Und was es auch gibt, ist die Individualität. Zudem ist noch einmal, so wie jeder Mensch auch, jedes Naturwesen ein Individuum und hat eine ganz bestimmte Prägung, eine ganz bestimmte Art. Und genauso wie bei Menschen auch,
haben Naturgeister in unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche Interessen. Oder sie verhalten sich etwas anders, so wie sich auch bei euch Kinder anders verhalten als ältere Menschen. So siehst du schon, es wäre geradewegs so, als würdest du sagen, Kutumi, erzähle mir alles über die Menschen. Genauso wenig kann ich dir alles über die Naturgeister erzählen. Immer dann, wenn ein Naturgeist zu euch sprechen wird, hier in eurer Gemeinschaft, werde ich zugegen sein. Durch mich, über mich, als hohes Selbst, werden die Botschaften der Naturgeister zu euch dringen. Ich freue mich sehr darauf. Und wie ich euch bereits zu Beginn gesagt habe, erfüllt es mich mit Freude und auch mit Demut. Denn Demut bedeutet, die Größe des Lichtes zu erkennen. Die Größe des Lichtes, das euch verbindet, das euch ausmacht. Und mit der gleichen Wertschätzung und auch Demut stehe ich den Naturwesen gegenüber. Ich war immer schon Botschafter und Sprecher für sowohl die Menschen als auch für die Naturgeister. Denn es gab ja eine Zeit, da waren sie so selbstverständlich unter euch, wie es heutzutage immer noch die Tiere sind. Und auch hier ist es genau gleich. Kutumi, erzähle mir alles über die Tiere. Ich glaube, damit erweiterst du schon einmal deinen Blick auf die Naturwesen ganz erheblich. Es gibt nicht nur die Feen, die Elfen, die Elben, die Gnome, die Wichtel, all diese so bekannten und benannten Arten der Naturwesen. Es gibt so viele mehr. Und doch haben sie eines gemeinsam. Sie stehen dort am Tor, am Dimensionstor. Und es drängt sie auf eine Art, wieder mit euch zu sein. Was wir erreichen wollen, und das wäre wunderschön, wenn wir die hohen Räte des Lichtes auf eure Gemeinschaft blicken, wenn die Naturwesen vor einigen Malen, vor einigen Monden gebeten hatten, mit euch gemeinsam ein Heilungsfeld zu betreten, dann sagt das sehr viel aus über euch, über die Schwingung und die Liebesenergie, die in eurem Kollektiv trägt. Manche Menschen glauben, die Naturgeister
sie wären an sich sehr schreckhaft. Und man dürfte sich nicht als Mensch geben, um die Naturgeister nicht zu verschrecken. Doch es ist ein klein wenig anders. Und ich möchte wieder vorausschicken, dass es natürlich viele Unterschiede gibt bei den Naturwesen. Manche, sie sind sehr robust, andere in ihrer Energie sehr fein. Doch nicht das Menschsein, so wie ihr seid, verschreckt einen Naturgeist, denn ihr seid Geschwister, Seelen, wurdet einst gemeinsam ausgesandt auf diesem Planeten. Es ist etwas anderes. Es hat immer etwas mit Zwang zu tun, mit etwas Überstülpendem. Das einmal geschehen war. Und darauf reagieren sie sehr schreckhaft. Es ist also vielmehr eine innere Einstellung in deinem Herzen. Es ist vielmehr das, wie du etwas tust, wie du etwas sagst, als das, was du sagst oder was du tust. Ich, Kutumi, möchte dir ein Beispiel geben, wie Naturgeister auf die Dinge blicken. Wenn ihr etwas wegwerft und wenn es auf irgendeine Art das Licht reflektiert und bricht und glitzert, dann ist es für die Naturgeister interessant. Doch wenn du es wegwirfst wie Müll, vielleicht in einem Wald oder einer Wiese, dann ist es nicht das Gleiche, als wenn du den gleichen Gegenstand für die Naturgeister fallen lässt. Und einmal ganz ungeachtet dessen, ob etwas, was du wegwirfst, natürlich im Biosystem nicht verrottet und auf anderen Ebenen schädlich sein kann, bewerten die Naturgeister dies nicht unbedingt so. Doch die Achtlosigkeit des Wegwerfens lässt sie erschrecken. Das gleiche Ding niedergelegt für die Naturgeister lässt sie frohlocken. Und sie freuen sich, sie nehmen es als Geschenk. Nun, ihr werdet noch sehr in diesen nächsten Begegnungen die Naturgeister fühlen können. Und wir haben beschlossen, weil es sich bewährt hat, dass wir euch wieder in diesen euren inneren Raum, eure Seelenlandschaft hineinführen. Und auch die Naturwesen dir dort viel leichter begegnen können. Ich, Kutumi, beginne. Folge du, Kutumi. Vielleicht fühlst du die Leichtigkeit der Energie, die mich ausmacht.
Möglicherweise nimmst du auch die Lebensfreude wahr, die die Naturwesen ausstrahlen, doch auch von mir geht diese Freude aus. Es ist wie eine Sonne, die leuchtet in dir. So dehne du diese Sonne aus, werde du zu einer Sonne, vereine all deine Chakren in dieser Sonne und sage dir, ich bin, was ich bin. Und du kannst, wenn du ihn kennst, deinen Ursprungsnamen sprechen. Und dann tritt ein mit mir, Kutumi, durch das goldene Tor in dieses Feld der Energie. Sieh dich um. Schau. Was alles hast du schon dort Wirklichkeit werden lassen? In diesem ganz besonderen inneren Raum deiner Seele, wo nichts Dunkles hinein kann, wo alles Licht ist und dir zugewandt. Auch wenn du das erste Mal heute diesen Raum betrittst, lasse dir sagen, er ist in dir und er wird immer lebendiger werden. Und dort werden nun auch die Naturgeister allen voran zu diesem Zeitpunkt die Zwerge und die Wichtel und andere, die diesen Arten angegliedert sind, ihre Energie mit der deinen verbinden. Alles beruht auf einem Fühlen. Vielleicht möchtest du Bilder der Erinnerung in dir lebendig werden lassen. Begegnungen mit Naturgeistern, auch in anderen Inkarnationen, waren etwas ganz Normales. Es ist leicht, diese Erinnerungsfelder zu öffnen. Entstehen Bilder, entsteht ein Gefühl, entsteht ein Kribbeln, vielleicht auf deinem dritten Auge, in deinem Sonnengeflecht, in deinem zweiten Chakra, was es auch ist. Es sind jetzt diese Wesen, die dir so nahe sind. Sie beabsichtigen, genauso wie du, genauso wie ihr, und nicht nur ihr hier, wie alle Menschen, nach Hause zurückzukehren.
in die Bereiche der Wirklichkeit, die auf diesem Planeten längst zugänglich sind. Wenn ihr gemeinsam geht, so wie ihr gemeinsam auf diesem Planeten gekommen seid, diesen Weg geht hinein in die neue Welt, wird es um vieles leichter und schöner sein. Und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. So dieses Feld in dir kann ein Bindeglied sein. Und genau zu diesem Zwecke habe ich euch heute hier hineingeführt, dich bei der Hand genommen. Und es geschieht in diesem Augenblick mitten in deiner Seele, nicht außerhalb von dir. In dir findet die Veränderung statt. Und das Fühlen, dass du Freunde hast, die du länger schon nicht mehr gesehen hast. Und doch, und du kennst dieses Gefühl, wenn du einen wahren Freund wieder triffst nach langer Zeit, ist es so, als wäre keine Zeit vergangen. Denn die Liebe und Freundschaft ist Liebe. Sie vergeht nicht, sie kennt keine Zeit. Diese deine Freunde, sie waren immer da, so wie du immer da warst. Ihr seid für einige Zeiten eigene Wege gegangen, doch die Vereinigung ist nah. Ihr tragt diese Absicht in euch und die Naturwesen ebenso. Die einen etwas mehr, die anderen noch etwas weniger. Es ist genauso wie bei euch, genau gleich. Diese Wesen haben eine Seele, sie haben keinen Körper in dem Sinne. Und so sind die Gesetzmäßigkeiten der Seelen identisch. Ihr seid wie Brüder und Schwestern. So wenn ich in euer Kollektiv blicke, wenn ich in diese Seelenlandschaften, die sich jetzt auch wie ein Gitternetz miteinander verbinden, hineinschaue, dann sehe ich so viel Energie der Freude, der Hingabe, der Vergebung und der Hinwendung auf beiden Seiten. Für dieses Mal, für dieses erste Treffen, das wie eine Art Vorbereitung war, ein erstes Rendezvous, alter Freunde, ist es genug? Dieses Feld wird sich nähren. Und wenn du möchtest, dann nimm all das, was du heute gefühlt hast, zum Anlass, immer öfter mit deinen Gedanken bei den Naturwesen zu sein,
dass du weißt, dass sie stets auch da sind, auch wenn du sie nicht siehst. Die Naturwesen, denen der Zyklus des Mondes so wichtig ist, weil sie hier auf diesem Planeten inkarniert sind, so wie ihr. Sie freuen sich, wenn ihr in etwa einem Mond, in einer Phase, in einem Zyklus wieder aufeinander trefft, euch wieder verabredet. Wenn wir die geistige Welt zu euch sprechen, dann richten nicht wir die Energie nach den irdischen Zyklen aus, sondern es passt sich immer der planetare Zyklus dem kosmischen Zyklus an. Doch das ist etwas, was ihr gemeinsam habt mit den Naturwesen, dass ihr diesen Erdenzyklus miteinander erlebt. Und auch die Energie des Mondes, die so viel magnetische Energien trägt, ist immer, wenn Dunkelmond ist, der Beginn von etwas Neuem, eines Zyklus. Und der Mond in seiner ganzen magnetischen Kraft ein Abschluss. Wir wollen einmal sehen, was die Naturwesen euch erzählen, wenn sie durch mich, Kutumi, zu euch sprechen werden. Sie freuen sich sehr. Ihr wisst, dass dies ein Diensttag ist und mehr als ihr wisst, habt ihr gedient an diesem Tag, in diesen gemeinsamen Momenten, für das, was euch alle vereint und auch uns vereint mit euch, dass alles sich wieder als eins erfährt. Kutumi zieht sich nun zurück. Ananascha, dass ich diese Botschaft an euch überbringen durfte. Ananascha, dass ihr mich in eure Seele blicken lasst und ich sehen darf, wie offen ihr seid. Ananascha.
Ja, so ein schönes Channeling war das, also ganz wundervoll, aber das hat natürlich auch ihr gefühlt. Ihr wisst ja, dass ich das Ganze immer vom Gitternetz, also unserem kollektiven Gitternetz, die Gemeinschaft, die so gehalten wird in diesen Momenten, was eben auch für euch natürlich das Ganze fühlen und erleben auch intensiver macht und uns auch als Feld, als Kollektiv einander besser fühlen lassen, dass ich das immer dabei bin mit Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und so. Ab und zu tue ich ein Bild teilen mit euch und das von heute möchte ich euch gerne erzählen, weil ich das schon sehr interessant fand, wie sich das aufgebaut hat. Also in diesem kollektiven magnetischen Feld, gibt es ja dann wieder um verschiedene Felder, war zuerst unser, also unser erstes Dienstag göttlicher Mensch-Kollektiv war so da, in, ich beschreibe es jetzt einfach, in einem Kreis. Und in der Mitte war so eine sehr starke Energie, ähnlich einem Lagerfeuer, aber es war einfach ein lichtes Energiefeld und in das ist sozusagen Kutumi eingezogen, in dieses lichte Feld. Und dann sind von außen, gab es einen äußeren Kreis und da sind die Naturwesen dann dazugekommen. Also unser Kollektiv gibt es jetzt schon lange, die Mitte ist sozusagen das Lagerfeuer, also sozusagen für das, gerade im Moment, für das Wesen, was spricht und ringsherum. Und alles war aber mit einem gewissen Abstand, der sich, also, und dieser Abstand hat eine Energie ausgestrahlt. Und wenn ich da in diese Energie reingegangen bin, war das die Energie von Respekt, also aber Respekt in etwas ganz Neutralem, also das ist eine Mischung, es ist nicht eine Bewertung oder sowas oder Respekt, wo Angst oder so ein komisches Gefühl dahinter ist, sondern so ein, so eher bewundernd, aber respektvoll. Und das war eine sehr spezielle Energie und die ist auch geblieben und ich glaube für heute, für diese erste Sitzung, für diese erste gemeinsame Sitzung war das genau, wie es sein sollte. Diese Energie des Respektes, die fließt da einfach in den Feldern dazwischen. Und deshalb fand ich es interessant dann im Channeling, wo Kutumi gesagt hat, die Begegnung findet im Innern statt. Das hat er noch so betont, erinnere ich mich jetzt auch an den Wortlaut, weil es gab keine in dem Feld, keine äußeren, das blieb so, weil dieser Respekt und dieses Feld im Moment so ist und wichtig ist für alle Beteiligten. Das wollte ich gern euch noch erzählen, weil es wie dazugehört zum Beginn. Nein, danke schön. Ja, dann. Dann? Dann glaube ich. Und was glaubst du? Also, ich war jetzt gerade schon irgendwie. Beschließen wir den Abend. Wir beschließen heute den Abend. Ja, ganz wo genau. Warst du schon daheim auf der Couch? Nee. Spaß, gell? Ach, ihr Lieben. Schön war's. Danke, wieder mit euch. In alle Welt, wo ihr auch seid. Wir wissen ja, viele schauen vom anderen Ende der Welt aus zu. Ja. Auch. Und habt eine gute Zeit und einen schönen Mond. Einen ganz schönen Mond. Zyklus, ja. Einen schönen Zyklus. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Würde ich sagen. Sehr schön. Ananascha. Danke. Ciao, ihr Lieben. Danke euch.